Das ist etwas, worüber wir schon ewig reden. Aber jetzt haben sie es mit einer Milliarden Dollar teuren Forschung herausgefunden. Und ich habe Hunderte und Tausende von Menschen gesehen, die einfach gesund geworden sind. Wenn etwas auf meinem Teller erscheint, nur indem ich es erspüre, weiß ich, was ich essen soll und was nicht. Du isst heute etwas und dann sieh es dir an und lerne einfach zu beobachten, wie agil und wie aktiv sich dein Körper nach dem Verzehr dieser Nahrung anfühlt. Die einfache Sache, die im Moment in der Welt für Furore sorgt, ist, dass, wenn man in unseren Ashram kommt, all die Menschen dort, die körperlich immens aktiv sind, essen um 10 Uhr morgens und um 7 Uhr abends, zwei Mahlzeiten also. Wie viele Ärzte haben mir gesagt, dass sie an Unterernährung sterben werden, dies wird passieren, das wird passieren, ihr müsst dies tun, ihr müsst das tun. Ich esse nur eine einzige Mahlzeit am Tag an den meisten Tagen. Eine große Mahlzeit esse ich und das war's. Und die Ärzte sagen mir, nein, nein, Sadhguru, so wie du reist, dies wird passieren, das wird passieren. Du musst mindestens einmal in 4 Stunden etwas essen. Etwas musst du essen. Ich sagte, lass mich in Ruhe, mir geht's gut. Aber jetzt kommt eine große Universität in Amerika mit diesem sogenannten Intervallfasten. Das ist kein Unsinn, das ist gut. Aber sie haben etwas wiederentdeckt, was wir schon immer gewusst haben. Jetzt sagen alle, dass es eine Lücke von 16 Stunden geben muss. Dann werden alle deine Beschwerden verschwinden. Was zum Teufel haben wir in all den Jahrtausenden gesagt? Die einfache Sache ist, es gibt viele, viele Aspekte dazu, psychologische, physiologische, aber jetzt ist Krebs in der Welt auf dem Vormarsch. Eine Krebszelle ist vergleichbar mit einem Kriminellen in der Gesellschaft, den wir alle in unserem Körper haben. Nur wenn sie werden wie, wenn ihre Konzentration über das hinausgeht, was sie sein sollten, oder sie sich zusammenschließen und sich an einem Ort ansiedeln, werden sie wie das organisierte Verbrechen. Es gibt Taschendiebe in Kochi, da bin ich mir sicher. Hallo? Es gibt Kleinkriminelle, die einzeln operieren, die in Zweier- und Dreiergruppen operieren. Wir nehmen es nicht sehr ernst, wir belassen es dabei, weil es vorkommt. Aber nehmen wir an, 100 von ihnen haben sich zu einem organisierten Verbrechen verbündet. Jetzt werden wir hart durchgreifen, weil wir wissen, dass es jetzt zu einer Bedrohung für die Gesellschaft wird. Ähnlich verhält es sich mit Krebszellen. Kriminelle, sie ziehen umher und richten einigen Schaden an. Ihr einziges Problem ist jetzt, dass sie im Allgemeinen etwa 8 bis 12 Mal mehr fressen als die anderen Zellen. Wenn du also nur genügend Pause zwischen einer Mahlzeit und der anderen machst, werden die meisten von ihnen sterben, weil sie nicht überleben können. Das ist es, worüber wir schon ewig reden. Aber jetzt haben sie es mit einer Milliarden Dollar teuren Forschung herausgefunden. Und ich habe Hunderte und Tausende von Menschen gesehen, die einfach dadurch gesund geworden sind, indem sie nicht die ganze Zeit tanken, wenn der Tank überläuft. Im Yoga-Zentrum sind die Menschen die ganze Zeit körperlich aktiv. Wenn es zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr abends ist, sind alle sehr hungrig. Aber wir lernen damit zu leben, denn ein leerer Magen und das Hungergefühl sind zwei verschiedene Dinge. Hunger zu haben bedeutet, dass dein Energieniveau zu sinken beginnt. Aber ein leerer Magen ist eine gute Sache. In den yogischen Wissenschaften, heute stimmt auch die moderne Wissenschaft damit überein, aber um dahin zu kommen, was wir durch unsere Erfahrung wissen, werdet ihr 1 Milliarde Dollar ausgeben. Denn in der Forschung geht es um wie viele Millionen Dollar, so wird es gesehen. Dein Körper und dein Gehirn arbeiten nur dann am besten, wenn dein Magen leer ist. Deswegen achten wir immer darauf, wir essen so, dass, wie viel wir auch essen, unser Magen innerhalb von 2 bis maximal 2,5 Stunden immer leer sein muss. Wir gehen also immer hungrig ins Bett. Die Menschen denken, sie können nicht schlafen. Sie können schlafen. Im Durchschnitt habe ich 25 Jahre lang im Durchschnitt nur 2,5 bis 3 Stunden geschlafen.
Heutzutage werde ich ein wenig faul und schlafe trotz der vielen Reisen, die ich unternehmen muss, zwischen 3,5 und 4,5 Stunden. Wenn ich sage, wie viele Reisen ich in den nächsten Tagen unternehmen werde, werdet ihr vom Stuhl fallen. Ja. Soll ich es sagen? Nein, nicht nötig. Weil ich in den nächsten 10 Tagen in 5 verschiedenen Ländern bin, ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen, alle Arten von Veranstaltungen durchführe. Man kann also einfach deswegen durchhalten, indem man sich nicht überisst. Das ist sehr, sehr wichtig. Jeder isst 2 Mahlzeiten. Ich esse in der Regel nur 1 Mahlzeit, um 4.30 Uhr bis 5 Uhr abends, weil ich nicht gerne vor dem Teller sitze und mir Gedanken darüber mache, wie viel ich essen soll. Ich esse gern gut. Wenn ich also zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr abends 1 Mahlzeit esse, ist es erst wieder am nächsten Tag. Ist das genug? Steht es gut um mich? Hallo? Weil für jede Korrektur und Reinigung, die im Körper geschehen muss, muss dein Magen leer sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Andernfalls wird die Reinigung auf der zellulären Ebene nicht stattfinden. Du häufst Dinge an und dann hast du alle möglichen Probleme. Wenn du das Essen nicht anfasst, weißt du nicht, was es ist. Wenn Essen nicht genug ist, um angefasst zu werden, dann weiß ich nicht, wie es gut ist, um gegessen zu werden. Wir hätten also nicht auf unsere Mütter hören sollen und wir sollten mit den Fingern essen, denn das Berühren unserer Nahrung hilft uns, mit ihr in Kontakt zu bleiben. Du kannst... Die Sauberkeit deiner Hände liegt in deinen Händen. Die Sauberkeit der Gabel liegt nicht ganz in deinen Händen. Das ist wahr. Und niemand außer dir hat diese Hände benutzt. Also gibt es eine Sicherheit, wie sauber oder unsauber es gerade ist. Die Gabel, man weiß nicht, wer sie benutzt hat, wie sie benutzt wurde, wofür sie benutzt wurde. Und sie brauchen sie nur mit einem Taschentuch abzuwischen und sie dir zu geben, und sie sieht ziemlich sauber aus. Vor allem spürst du das Essen nicht. Das Erste, was uns gelehrt wurde, ist, dass man, wenn Essen vor einem steht, für einige Augenblicke die Hände über das Essen halten soll, um zu spüren, wie das Essen ist. Wenn etwas auf meinem Teller steht, wenn ich das spüre, weiß ich, was ich essen soll und was nicht. Was ich nicht essen sollte, probiere ich nicht und lehne es dann ab. Ich esse einfach nicht, weil meine Hände die erste Instanz sind, nicht schmecken in dem Sinne, dass die Zunge schmeckt, sondern das Essen zu kennen. Das Erste ist, das Essen zu kennen. Wenn ihr einen Menschen kennenlernen wollt, geht ihr hin und schüttelt ihm die Hand. Normalerweise vermeide ich das, aber... Das ist eine gute Strategie. Aber das Essen, das zu einem Teil von dir werden wird, es sind zuallererst deine Hände. Auch wenn du es nicht physisch berührst, wenn du nur bewusst bist und da bist, sagt dir das deutlich, wie sich das Essen in dir verhalten wird. Ob diese bestimmte Nahrung an diesem bestimmten Tag in dich eingehen soll oder nicht. Denn dein Körper ist nicht jeden Tag der gleiche. Jeden Tag, jeden Moment ist er anders. Wenn du das Essen spürst, weißt du einfach, ob dieses Essen an diesem Tag in dich eingehen soll oder nicht. Wenn man so viel Bewusstsein einfließen lässt, brauchen wir den Menschen nicht mehr zu sagen, was sie essen sollen. Bei jeder Mahlzeit müssen sie entscheiden, was sie in dieser Mahlzeit essen sollen. Es gibt kein einziges Rezept, das besagt, das ist es, was du dein Leben lang essen solltest. Das wird sich zu klaustrophobisch anfühlen, ein nur das kann ich essen. Auch deine Auswahl der Nahrungsmittel und der Verzehr von Nahrungsmitteln muss bewusst erfolgen. Es kommt nicht nur darauf an, was du isst, sondern wie du es isst, ist genauso wichtig. Wenn ich sage, wie du es isst, dies sind alles lebendige Substanzen. Jede von ihnen hat ein eigenes Leben. Ob es sich nun um eine Pflanze, ein Tier oder ein Gemüse handelt, jedes einzelne von ihnen hatte ein eigenes Leben. Jetzt machst du irgendwie eine Speise daraus. Du musst sie mit größter Dankbarkeit verzehren. Wenn du dich mit einem gewissen Gefühl von Dankbarkeit und Ehrfurcht gegenüber der Speise, die du isst, näherst, wenn ich Ehrfurcht sage, mag es sich für dich als zu viel anfühlen, aber ich frage dich. Sagen wir stecken dich in einen Raum und du hattest 5 Tage lang nichts zu essen. Wenn Gott vor dir erscheint, worum wirst du dann bitten? Essen?
So wichtig ist es also. Du musst verstehen, das Essen auf deinem Teller ist nicht nur eine Substanz. Es ist kein Material. Es ist kein Erzeugnis. Es ist Leben. Es ist das lebensschaffende Material für dich. Deshalb musst du es als solches behandeln. Gerade jetzt, wenn es auf dem Teller liegt, wenn es da draußen ist, hat es keinen Wert. Aber in dem Moment, in dem du es verzehrst und es zu deinem Fleisch und Blut wird, ist es auf einmal von immensem Wert. Warum leben wir so? Es ist sehr wichtig. Wenn es auf deinen Teller kommt, musst du es als einen Teil von dir selbst behandeln. Mit großer Ehrfurcht musst du es verzehren. Nur die Art und Weise, wie du es zu dir nimmst, wenn du das veränderst, wird sich das Essen in dir ganz anders verhalten. Das ist es, was Bewusstsein bedeutet. Wenn die Leute sagen, dein Bewusstsein hat keine Auswirkung auf dein Leben, nur chemische Strukturen haben Auswirkungen, es tut mir sehr leid für sie, aber so funktioniert das Leben nicht. Das menschliche Bewusstsein übt eine tiefe und profunde Wirkung auf alles aus, was wir berühren, insbesondere auf die Nahrung, die wir als Teil von uns selbst zu einem anderen Leben machen. Wenn wir einen solchen Akt vollziehen, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ihn mit größter Dankbarkeit und Ehrfurcht begehen. Ich möchte euch sagen, dass es so etwas wie gute und schlechte Gewohnheiten nicht gibt. Eine Gewohnheit bedeutet, dass man unbewusst funktioniert. Wenn man unbewusst funktioniert, ist das eine schlechte Sache. Denn die ganze Sache mit dem Menschsein ist, dass wir fähig sind, Dinge bewusst zu tun. Das ist das Schöne am Menschen, dass wir alles bewusst tun können. Dasselbe, was ein Tier unbewusst tut, können wir bewusst tun. Wir können unbewusst essen oder wir können bewusst essen. Wir können unbewusst atmen oder wir können bewusst atmen. Alles, was wir tun können, können wir bewusst tun. In dem Moment, in dem wir etwas bewusst tun, sieht dieser Mensch auf einmal sehr kultiviert und wunderbar aus. Nur dadurch, dass jemand bewusst geht und spricht, wird er nicht zu einem schönen, wesenhaften Menschen? Ja oder nein? Das ist alles. Warum versuchen wir also, Gewohnheiten zu entwickeln, als ob dies eine gute Sache wäre? Gewohnheiten bedeutet festgelegte Realitäten, bei denen man nicht denken muss. Du stehst morgens auf und es wird dir widerfahren. Nein, versuche nicht, dein Leben zu automatisieren. Das ist nicht Effizienz. Das ist die Effizienz der Maschine. Dieses hier sollte intelligent und bewusst funktionieren. Niemand erwartet davon, dass es wie eine Maschine funktioniert. Also über Nahrung und all das. Nahrung muss für den Körper, für den wir essen, geeignet sein. Sie ist für den Körper. Dies ist das Baumaterial für diesen Körper, die Nahrung, die du aufnimmst. Was ist die angemessene Nahrung? Leider ist im Moment alles durcheinander. Traditionell haben wir in diesem Land sehr besonnen gegessen. Aber diese tausendjährigen Invasionen haben andere Arten von Esskulturen hervorgebracht. Und heute besteht die nationale Esskultur aus Pizza oder Pasta. Was ist es? Was ist auf Platz 1? Ich weiß es nicht. Beide haben konkurriert. Wir verlieren also unseren Sinn für Nahrung. Es ist definitiv an der Zeit, sich anzuschauen, was am besten geeignet ist. Wenn ich auf die Nahrung eingehe, ist das ein sehr langer Prozess. Aber du musst mit der Nahrung experimentieren. Nicht nur über die Zunge, sondern durch den Körper. Du isst heute etwas und dann sieh es dir an und lerne einfach zu beobachten, wie agil und wie aktiv sich dein Körper nach dem Verzehr dieser Nahrung anfühlt. Wenn er das Gefühl hat, ins Grab steigen zu wollen, ist das kein gutes Essen. Wenn er sich so anfühlt, als wolle er nach dem Essen lebendig sein, mit Ausnahme von Kaffee, denn das ist ein Reizmittel. Wenn du Nahrung isst und dein Körper sich sehr beweglich und lebendig anfühlt, das bedeutet, es ist gutes Essen, der Körper mag es. Wenn du etwas isst, er fühlt sich träge, das bedeutet, er mag es nicht. Er hat Schwierigkeiten damit, deshalb fühlt er sich träge an. Also nur auf dieser Grundlage, es gibt eine Menge, ich meine, das ist eine sehr vereinfachte Art, es darzustellen.